aus dem Bundestag, 9. Oktober 2017, und zu Gast ist Fritz Felgentreu, SPD-Bundestagsabgeordneter, zu sein, mal wiedergewählt. 3000 Stimmen Differenz, war eine große Zitterpartie. Morgens am 25. Montags um 4 Uhr stand es erst fest. Da war viel was runter. Da hat man richtig plumpsen gehört. Ihr Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Rachid Saleh, hat mal wieder für Wirbel gesorgt an diesem Wochenende und gesagt, wir brauchen eine radikale Veränderung bei Personen, Inhalt und so. Was meint er denn? Wer soll sich denn wo verändern? Bundesebene oder Berliner Ebene oder wo? Also genau im Detail müssten Sie das, glaube ich, mit Rachid Saleh selber besprechen. Ich kann das ja, ich bin ja hier nicht als sein Sprecher. Aber wenn ich mir... Ich kenne ihn ja ein bisschen und weiß, wie er denkt. Da habe ich mal vorausgesetzt. Und, ja, und ich glaube, dass der Punkt, den ich zuletzt angesprochen habe, einer ist, der ihm selber auch sehr wichtig ist und den er selber in seinem Politikstil auch immer vertreten hat. Dieses nah bei den Menschen sein, erreichbar sein, präsent sein vor Ort, zuhören, was die Leute zu sagen haben. Sie nicht dafür verurteilen, wenn sie was sagen, was man selber nicht richtig findet, sondern sie ausreden lassen und sich überlegen, wie man dem argumentativ beikommen kann, wie man konkrete Politik machen kann, wo die Leute sagen, ja Mensch, eigentlich haben die Sozis es kapiert und machen das, was wir brauchen. Das ist so ein Punkt, wo ich auch gar nicht so sehr von Veränderung reden würde, als von Rückbesinnung auf das, was die SPD mal stark gemacht hat. Und das funktioniert immer noch. Andere Parteien praktizieren das so. Und deswegen glaube ich, da ist ein Punkt, eine große Wahrheit dran, dass das etwas ist, was uns wieder in Fleisch und Blut übergehen muss. Da verstehe ich eins nicht, weil Sie eben gesagt haben vor der Pause, der Wahlkampf war ziemlich hart, als ich auf Ihre Waden Sie angesprochen habe. Das heißt, Sie sind doch Trab auf Trab abgelaufen. Sie haben mit den Leuten gesprochen. Ja. Sie haben alles das gemacht, was Sie gerade skizziert haben, ja, was wieder sein soll. Das heißt, Sie haben es doch gemacht. Und ich habe auch trotzdem gewonnen. Ja, Sie haben gewonnen, aber ja, insgesamt die Partei hat nicht gewonnen. Richtig. Haben die anderen das nicht so gemacht? Hat es gefehlt an dem Einsatz? Bei allen Abgeordneten, die hier saßen, war immer dasselbe. Wir haben noch nie so einen arbeitsintensiven und sportlichen Wahlkampf geführt wie jetzt. Ich bin nicht hier, um Kolleginnen und Kollegen oder Genossinnen und Genossen aus der SPD hier Zensuren zu verteilen, wie gut sie das gemacht haben oder wie schlecht. Ich glaube, da hat jeder sein Bestes gegeben in diesem Wahlkampf. Ich glaube aber, es geht nicht nur darum, dass man im Wahlkampf, im eigenen Wahlkreis viel unterwegs ist. Das machen alle, das gehört einfach zu seriöser Politik dazu. Ich meine eine Grundhaltung. Ich meine, dass man das nicht nur im Wahlkampf macht, sondern die ganzen 4 Jahre. Und ich meine, dass man... Das ist eigentlich für jeden sozialdemokratischen Mandatsträger eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass er sich eben nicht abgrenzt, sondern und nicht sagt, ich muss jetzt meine Büroarbeit machen und ich sitze in meinem, ich sitze unter den Linden oder im Paul-Löbe-Haus. Habe jetzt keine Zeit für euch Volk. Sondern ich habe jetzt Volk keine Zeit. Bleibt draußen. Ja, habe keine Zeit fürs Volk und wenn ich mich auf irgendwas vorbereiten muss, dann ist das nächste der nächste wichtige Termin bei mir im Wahlkreis ist der nächste Kreisvorstand, ist der nächste Unterbezirksvorstand oder ist der nächste Parteitag, sondern es muss einfach eine Grundhaltung für sozialdemokratische Mandatsträger in der ganzen Republik sein, dass man da ist, wo die Leute sind. Und das heißt, ich schließe daraus, die nächsten 4 Jahre werden intensive Gespräche mit dem Volk auf der Straße. Das will ich schwer hoffen. Mehr als zuvor. Ich kann mir auch nicht selber urteilen, ich kann mir auch nicht selber Noten ausstellen, aber ich kann nur sagen, ich habe selber mir alle Mühe gegeben, diese Grundhaltung zu verinnerlichen. Das fing an bei der Frage, wo packe ich mein Wahlkreisbüro hin? Ja, also ich hatte meine ersten Räume, das waren die einzigen, die ich damals kriegen konnte, waren in einem Büro an der Sonnenallee im 1. Stock, wo unten ein Schild neben die Tür geschraubt war und wer zu mir wollte, musste erstmal eine Treppe hoch. Ja. Habe ich immer Scheiße recht gefunden, auf nicht gut Deutsch. Ja, nicht, ja, doch, das, ein Fahrstuhl war auch da, aber darum geht es nicht. Es war nicht einladend, es war nicht barrierefrei. Man musste erstmal mehrere Hürden überwinden, um überhaupt im Büro des Abgeordneten zu stehen. Da war der Kaffee schon kalt. Da war der Kaffee schon kalt. Also, und dann habe ich irgendwann nach langem Suchen eben wirklich ein Büro zur Ebene Erde gefunden, in der Gropiusstadt, gleich neben der U-Bahn. So, da fällt man praktisch aus der U-Bahn in mein Büro. Sowas, das ist mir wichtig. Ja, und das ist, glaube ich, und natürlich auch meine Mitarbeiter haben am Anfang ein bisschen gestöhnt und gesagt, da haben wir Laufkundschaft. Ja, da haben wir Laufkundschaft. Ja, genauso soll das sein. Genauso soll das sein. Ich will ja schließlich meine 200.000 so Wählerinnen und Wähler kennenlernen. Nicht? Ja, so, und das sind so Punkte, ich glaube, das muss einfach zur Selbstverständlichkeit werden. Und auch die 200.000 kommen ja nicht in mein Büro. Das heißt, ich muss auch raus aus meinem Büro und zu den Leuten hin.
Ist denn damit jetzt zu rechnen, so wie Sie das skizzieren, dass die Partei sich in dieser Opposition genau darauf besinnt, dass sie aktiver wird, auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern, dass ein bisschen Arroganz wieder abgebaut wird, die so bisher gewesen ist? Ich will das schwer hoffen. Ich will das schwer hoffen. Ich glaube, das ist für die SPD tatsächlich eine Überlebensfrage. Denn man kann nicht Volkspartei sein und in Wirklichkeit mit dem Volk nichts zu tun haben wollen. Das geht schief. Bleibt denn der Parteivorsitzende Martin Schulz? Was glauben Sie? Parteitag ist im Dezember. Hat er noch Lust nach so einer Niederlage? Er hat gesagt, er kandidiert wieder. Ich gehe davon aus, wenn er kandidiert, wird er auch gewählt. Ja. Und eine Fraktionsvorsitzende... Aber nicht mehr mit 100%. Naja, das ist sowieso immer verdächtig. Das war verdächtig. Das ist, ja. Ich meine, ich habe auch hinterher darüber nachgedacht. Ich war ja nicht Delegierter auf diesem Parteitag. Wenn ich Delegierter gewesen wäre, hätte ich ihn natürlich auch gewählt. Es gab, hätte für mich keinen Grund gegeben, ihn nicht zu wählen. Aber das 100% das so sehen, ist schon erstaunlich. Ja, ungewöhnlich und eigentlich auch nicht gesund. Andrea Nahles ist Fraktionschefin. Sehen Sie ihr noch eine andere Zukunft für Andrea Nahles? Nächste Parteichefin, nächste Kanzlerkandidatin? Wer Fraktionsvorsitzende oder Fraktionsvorsitzender ist, kommt immer auch als Parteivorsitzender in Frage. Das ist so. Okay. Kommt auch immer als Kanzlerkandidat in Frage. Das hängt mit der Funktion zusammen. Man kann niemanden in diese Funktion wählen, dem man nicht auch zutraut, diese anderen beiden Schritte zu tun. Aber ob das jetzt konkret so umgesetzt wird, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Wie gut kennen Sie sie? Kennen Sie nicht besonders gut. Ich war ja in anderen Bereichen in der Bundestagsfraktion tätig. Sie machte Arbeit und Soziales, ich machte Familie und Verteidigung. Insofern hatten wir nicht so viele Überschneidungspunkte. Ich fand aber, sie war eine gute Ministerin. Ja. Sie war sicherlich einer der Aktivposten in dieser Regierung, hat einige wichtige Gesetze angeschoben, darunter auch eins, wo ich am Ende schade fand, dass wir es nicht mehr durchsetzen konnten, nämlich zum Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit, wenn man Familienzeiten gemacht hat. Fand ich auch als Familienpolitiker richtig. Naja, kommt ihr jetzt. Vielleicht in 4 Jahren. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Andrea Nahles war natürlich auch hier schon zu Gast. Und schauen Sie mal in unsere Mediathek und hören Sie sich das nochmal an. Ist etwa 2 Jahre her und da ist schon zu erkennen. Ist auf jeden Fall eine tüchtige Frau. Mach mal ein bisschen vorschnell mit der Klappe, aber das ist auch nicht falsch. Ja, vielleicht ist das ja gerade belebend. Kommen wir mal zum Bundestag. Konstituierung ist am 24. Oktober. Das heißt noch nicht, für die, die es nicht wissen, dass die Regierung bis dahin stehen muss. Die kann auch nächstes Jahr erst im Sommer stehen. So lange regieren die alten Minister weiter oder die jetzigen Minister weiter und Frau Merkel auch. Ja, streng genommen ist die Regierung, die wir jetzt haben, sogar noch richtig vollwertig im Amt. Ja. Ab dem 24. Oktober ist es dann eine sogenannte geschäftsführende Regierung. Ja, aber sie bleiben so lange, bis die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler gewählt wird. Genau, Deutschland ist nie ohne Regierung. Sieht ja alles danach aus, dass sie wieder Frau Merkel wird. Ist auch egal, reden wir mal über Ihre Arbeit. Sie waren bisher in welchem Ausschuss? Familie und Verteidigung. Und wollen Sie wieder? Wie geht das jetzt eigentlich? Das geht so. Können Sie die Hand heben und sagen, so ich möchte ungefähr. Gerne? Oder so ungefähr. Am Anfang ist es wirklich, wie man sich das vorstellt. Am Anfang schickt der Fraktionsvorstand an alle Abgeordneten einen Fragebogen rum. Was hättet ihr denn gern? So, und da habe ich angekreuzt, ich war zufrieden mit meinen Ausschüssen, die würde ich weitermachen. So, und dann wird geguckt und es ist dann immer so wie im richtigen Leben. Das machen aber die oben. Das machen der Fraktionsvorstand. Die ordnen erstmal zu. Fängt treu, gute Arbeit, 1. Ja, so, keine Ahnung. Aber jedenfalls das wird dann so ein Gesamtkunstwerk. Es gibt natürlich immer Ausschüsse, die so ein bisschen übernachgefragt sind. Sozis wollen traditionell immer zur Arbeit und Soziales, also zu dem Bereich, aus dem auch Andrea Nahles kommt. Ne? Dann hat man da immer 10 Abgeordnete zu viel für den Ausschuss. Und es gibt andere Ausschüsse, die sind eher unternachgefragt. Und da muss man eben gucken, mit erster Priorität und zweiter Priorität, ob man das hinkriegt, dass wenigstens jeder seine zweite Priorität bekommt. Und hin und wieder muss man auch mal Leute fragen und sagen, du... Lieber Freund, wir brauchen noch einen in diesem Ausschuss. In deinem Lebenslauf ist uns aufgefallen, das passt eigentlich. Ja, kannst du nicht da reingehen? Und dann geht das Gefeilsche los natürlich. Was kriege ich denn dafür? Und so. Wie viele Kreuze haben Sie gemacht? Ich habe nur gesagt, ich kann mir vorstellen, ich würde wieder in die gleichen Ausschüsse zurück. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Ja, dann müssen sie sich fügen, nicht? Wenn die sagen, nee, Felgentreu, du bist Verteidigung, brauchen wir dich nicht. Fügen, ich bin frei gewählter Abgeordneter. Wenn ich mich breitbeinig hinsetze, die Arme vor der Brust verschränke und sage, das mache ich nicht, dann müssen die damit leben. Ja? Also, aber ich habe noch nie so ein Bild gesehen. Nee, das macht man, das tut man ja auch nicht. Das ist ja eine Frage, ich habe ja auch eine Solidaritätspflicht gegenüber meiner Fraktion. Wir müssen da gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass jeder eine sinnvolle Aufgabe erfüllt. Kleine interne Fragen. Sie haben ja ein Büro gehabt im Bundestag.
Müssen Sie das eigentlich räumen und kriegen Neues oder können Sie da bleiben? Ich hoffe, ich kann bleiben. Ich mag das Büro sehr gerne. Es ist schön groß, direkt mit Blick auf die russische Botschaft. Ja, ich bin da ganz gerne drin. Also ich hoffe, wir können da drin bleiben. Das müssen wir mal abwarten. Und warum können Sie nicht? Naja, es muss ja jetzt neu verteilt werden. Zum Beispiel muss eine komplett neue AfD-Fraktion untergebracht werden. Sie haben 70 Abgeordnete weniger, ne? Die SPD hat 50 Abgeordnete weniger, aber der Bundestag hat insgesamt 70 Abgeordnete mehr. Das ist ja nochmal zu bedenken. Also wie das nun genau sich dann zurecht ruckelt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das heißt, Sie müssen jetzt erstmal wahrscheinlich einpacken? Nee, wir packen noch im Moment gar nichts ein. Wir arbeiten ganz gemütlich weiter. Wir fangen dann an zu packen, wenn wir wissen, was wir da raus müssen. Vorher packen wir nicht. Ja. Und dann geht es am 24. los mit normalen Sitzungen? Nee, dann ist erstmal Herbstferien. Die normalen Sitzungen beginnen dann in der zweiten Novemberhälfte. Herbstferien von was? Herbstferien. Noch nicht mal angefangen und schon Ferien. In Berlin sind Herbstferien. Meine Tochter kommt aus der Schule und will betreut werden. Also es geht so im November los. Im November mit normalen Sitzungen. Genau. Unsere Sendung aus dem Bundestag haben ja schon wieder begonnen. Und wir haben jede Woche, wie immer, jeden Montagabend 20.15 Uhr einen Bundestagsabgeordneten oder eine Abgeordnete zu Gast. Und unsere Sendezeit für heute ist leider um. Und heute war zu Gast Fritz Felgentreu von der SPD. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und jetzt gucken wir mal, wie die SPD sich in der Opposition regeneriert. Na, warten wir mal ab. Bis dahin werden wir noch einige Male miteinander reden. Die nächsten 4 Jahre sind lang, auf jeden Fall 4 Jahre. Oder? Muss mal vorsichtig sein, nicht? Ja. Können die auch Neuwahlen geben? Also, wer weiß, es kommen spannende 4 Jahre auf uns zu. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und bis nächste Woche Montag 2015. Bis dahin, danke und tschüss.